meinem Leben gibt Sinn, dass ich versuche, die Zukunft zu gestalten, dass ich meine Talente einbringen kann, dass ich verspüre, dass das was verändert und dass ich mich auch ja, in der Schöpfung getragen fühle und durch natürlich meinen langjährigen Partner getragen fühle. Ja, die kommt aus dem Tun. Die kommt daraus, dass ich meine Ziele habe, die natürlich getragen sind durch die Verabredungen, die wir getroffen haben, die wir uns vorgenommen haben. Also ich sag mal, dieser Schulkonsens, den wir hier in Nordrhein-Westfalen geschafft haben, das ist einfach was ganz Tolles, was ich mir gewünscht habe, wofür ich arbeiten wollte. Und das hat geklappt und das wird jetzt umgesetzt und das passiert, so wie man es sich ausgedacht hat oder wie ich es mir auch mit ausgedacht habe. Das ist natürlich eine große Erfüllung, wenn man Dinge verändern kann. Und das treibt einen an und das gibt mir immer wieder neue Energie. Und trotzdem muss man da ein bisschen auf sich aufpassen. Aber an dem guten Tun mitzuwirken und das, die Veränderung zu sehen, das ist eine ganz, ganz große Freude. Für junge Menschen ist das unmittelbare Erleben ganz, ganz wichtig. Und das ist auch mehr wert als natürlich vermitteltes Erleben. Das gilt ja für alles. Und die neuen Medien sind ja eine Veränderung anderer Medien. Aber das Prinzip, dass etwas vermittelt ist, ist bei allen Medien ähnlich. Und sie können auch aktiv damit sein. Deswegen geht es da jetzt nicht darum, irgendetwas zu verteufeln. Aber ich glaube, das unmittelbare Erleben, etwas tun zu können, etwas wert zu sein, selber etwas wert zu sein, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage der Haltung. Und ich finde den Satz, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja, zu lernen, wenn ich nicht will, dass mir was passiert, physisch oder eine Beschimpfung oder Mobbing, dann darf ich es auch nicht machen. Und das zu praktizieren in Familie, in Kita, in Schule, auszuhandeln, Demokratie zu praktizieren in Schule, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann erfahren Jugendliche Sinn, Gestaltungskompetenz nennen wir das, und dann werden sie zu Persönlichkeiten und dann werden sie auch zu aktiven Teilen unserer Welt und unserer Demokratie. Ich würde sagen, denk, was du bist, für dich, aber auch in der Welt. Der Mensch hat den Auftrag, natürlich sein eigenes Ich auch entfalten zu können, aber er hat es auch in Verantwortung seinen Mitmenschen gegenüber und, ich sag mal, der Natur, der Zukunft, der Gesellschaft insgesamt. Und das ist eine alte Weisheit, ein alter Anspruch, aber verdammt nicht veraltet, wenn ich das mal salopp sagen darf. Ja, ich habe eins beschrieben, und zwar bei einer Veranstaltung. Und ich habe was draufgeschrieben, wo es um die Zukunft geht, um die Ökologie und die Gerechtigkeit. Wer es genau wissen will, kann ja kommen.